da sind wir wieder. Vorhang fällt. Ja, und heute gibt es so ein bisschen Infos zum Making-of unserer Top 100 und unsere gemeinsame Top 25. Mhm. Viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu diesem Rückblicksvideo zu unserer Top 100 und gleichzeitig auch unseren Top 25 Titeln, ja, die wir gemeinsam quasi gewertet haben. Einfach unsere Toplisten übereinander gelegt und geschaut, wie viele Punkte würden die Spiele bekommen, wenn Platz 1 100 Punkte und Platz 100 einen Punkt bringt. Aber wenn du die übereinander legst, hast du ja die Burgen von Scythe und... genau, die Burgen von Scythe und... Witty Swan. Oder Oath-Culture. Okay, ja. Mhm. Ja, genau. Wir haben die Listen einfach mal übereinander gelegt, haben auch noch ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten für euch bereitgelegt und wollen jetzt einfach so ein bisschen über unsere Top 100 und über das Making-of, über Probleme, über ja, so unsere Herangehensweise ein bisschen philosophieren. Hm. Jetzt mal vorweg, bevor wir zu den Top 25 gemeinsam gehen, was war für dich besonders schwer an der Top 100? Oder ging es locker von der Hand? Niemals. Eine Top 100 geht bei mir nie locker flockig von der Hand, weil es ist, selbst wenn ich die per Hand selber zusammenstellen müsste, das wäre sau schwer, weil man hat immer so, okay, das ist aber auch nicht schlecht. Und das, okay, ich habe jetzt 150 Titel in meiner Top 100. Scheiße. wie verschiebe ich das jetzt? Ja, und manchmal muss man so ein bisschen nach Gefühl gehen, aber ja, eher so nach, okay, mechanisch, wie ist das insgesamt? Wie oft habe ich es vielleicht auch gespielt, um wirklich sagen zu können, das ist jetzt cool, ne? Weil oft hast du auch mal Neueinsteiger, ja, die dann halt für den Moment oder in dem Jahr halt voll reingehauen haben und dann denkst du so im nächsten Jahr, oh, irgendwie gar nicht mehr gespielt. Mhm. Ja, wo sind sie jetzt? Ja? Sind die Top 100 jetzt so, dass du sagen würdest, die möchtest du alle im Regal haben? Ja, eigentlich schon. Also ich würde sagen, das ist schon so der Fall. Manchmal denkt man sich, okay, brauche ich es wirklich oder reicht es, wenn sie beim anderen stehen? Aber vielleicht die Top 50... die definitiv rein müssen, ja. Ich weiß nicht, aber ja, die 100 eigentlich auch. Das sind ja die 100 Besten. Das ist schwierig. Ich will ja sowieso immer alles haben, weil wenn ich es spielen will, dann will ich es jetzt spielen. Und nicht zu jemandem sagen, hey, kann ich dir mir das mal kurz holen? Nein, ich will es jetzt spielen. Das ist ein bisschen doof. Aber ja. Ja, und die Auswahl ist doch zu groß. Das stimmt. Ja, bei dir? Also von meiner Top 100 besitze ich, glaube ich, außer 4 Titel, 3 Titel tatsächlich inzwischen alle. Das hat sich aber auch so ein bisschen aufgrund der Tatsache, was hat man häufig gespielt und was hat man gar nicht mehr gespielt, so auch ein bisschen herauskristallisiert und entwickelt. Und ich persönlich finde es wichtig, ein Spiel auch häufig genug zu spielen. Mhm. Und gerade wenn ein Spiel häufig gespielt wurde, dann hat es ein besseres Ranking. Jetzt habe ich nach dem Erstellen der Top 100 zum Beispiel Seven Wonders ultra oft gespielt. Mhm. Und ich wüsste genau, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Top 100 schaue und mal hier schaue, wo war mein Seven Wonders? Mein Seven Wonders war auf Platz 42. Ich könnte dir jetzt, Stand heute, sagen, würde ich jetzt die Top 100 erstellen. Aufgrund der ganzen zahlreichen Seven Wonders Partien in den letzten Wochen wäre Seven Wonders auf jeden Fall eher in der Top 30. Ja. Einfach nur, weil es wieder gezeigt hat und mir ins Gedächtnis gerufen hat, wie gut das Spiel eigentlich ist. Mhm. Ja. Und das war halt auch, manchmal verblassen solche Erinnerungen, so positive. Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht genau das Problem auch, warum manchmal eine hohe Fluktuation da ist. Und theoretisch müsstest du genau die Top 100 hernehmen und einfach nochmal spielen, um zu gucken, wie ist das Ding gealtert. Ja, doch mal, das ist ein Spiel, das wie Seven Wonders auf einmal wieder nach oben kraxeln würde, weil es tatsächlich so gut ist. Wäre doch mal eine Challenge. Versuchen innerhalb eines Kalenderjahres alle die ganze Top 100 durchzuspielen. Ja. Das wäre doch mal eine Challenge. Ja, das wäre eine Challenge. Ja. Aber auch zu deinem Ding nochmal ganz kurz, ob ich alle haben muss. Es ist ja oft mal so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Iki, das haben wir doch einige Male gespielt. Ja. Und dann denke ich mir, ja, das will ich haben. Aber vielleicht
ist dann nächstes Jahr doch wieder andere Spiele und Iki rutscht dann auf Platz 30 runter und denke ich mir, okay, wenn es jetzt doch so wieder weit runtergefallen ist, brauche ich es dann wirklich noch? Weil es dann einfach schon wieder weiter, ja, ne, wie, oder City of Angels ist ja, glaube ich, auch eins, was rausgeflogen ist aus meiner Liste, weil damals war es ein cooles Erlebnis, dann hatte ich ein schlechtes Erlebnis und dann ist es gar nicht mehr aufgetaucht, weil halt so viel interessantere Sachen nach oben gekommen sind und denke ich mir, das Spiel ist trotzdem nicht schlecht, aber es verliert dann auf einmal, wie du sagst, es verschwimmt dann und dann ist das auf einmal raus, ja? Oder Tuto bei mir. Man muss es auch ja so sehen, aufgrund der ganzen Neueinsteiger fallen immer wieder alte, gute Spiele hinten runter. Und es ist ja natürlich in der Natur der Sache, dass wenn ein Spiel jetzt neu kommt, fünfmal gespielt wird, fünfmal mega begeistert, dass es klar in der Top 20 landet. Ja. Ob sie es da dann halten kann, ist natürlich immer die Frage. Das führt natürlich auch zu der Frage, bevor wir zu der Top 25 kommen, Spiele, die letztes Jahr neu waren und dann rausgeflogen sind. Also bei mir waren letztes Jahr 20 Spiele neu und von den 20 sind 6 Stück raus. Ich kann jetzt auch tatsächlich exemplarisch drüber gehen, welche das sind. Drei waren sowieso in den Top 90, also zwischen Platz 91 und Platz 97. Beyond the Sun, Robin Hood, die Abenteuer des Robin Hood und Dungeon Fighter. Okay. Alles drei Spiele, die unterm Strich Spaß gemacht haben. Ich fand Beyond the Sun ein bisschen zu sehr Excel-Tabellenkalkulation. Aber das Erlebnis war cool gewesen. Es hat mir irgendwie Laune gemacht, weswegen es gerade noch so reingerutscht war. Bei mir ist es auch ja weiter runtergerutscht, weil... Ja, und dann sind Spiele bei mir rausgeflogen von Platz 55, Detective City of Angels, wie du auch schon gesagt hast bei dir, und Würfelwelten von Platz 63. Ja. Auch einfach der Tatsache geschuldet, Würfelwelten finde ich nach wie vor gut, aber langfristig nicht Top 100 würdig. Und Detective war spaßig, hat Laune gemacht, aber wenn man es dann halt nicht mehr spielt und sagt, man ist so weit mit dem Spiel durch, es hat Laune gemacht, aber hat ausgereicht, dann geht's halt. Ja, es sind halt solche Spiele, die halt dann einfach dann in die 112-Position oder 114-Position also oder so. Also hauptsächlich den neuen Spielen zum Opfer gefallen sind. So ein bisschen auch, ja klar. Und also bei mir gibt es nur ein Spiel, was überraschend raus ist. Und das ist bei dir so das Tudor-Pendant, sag ich jetzt mal. Ja. Bei mir ist Kemet von Platz 41 aus der Top 100 rausgefallen. Stimmt. Weil ich saß vor dem Regal und dachte so, Kemet, ja... War nicht schlecht, hat mir irgendwie Laune gemacht, aber das, was mir bei Kemet gefallen hat, finde ich bei Scythe wieder. Oder manche Sachen hat Jamie Stegmaier hervorragend adaptiert und verändert. Weswegen für mich Scythe irgendwie aufgrund der Tatsache, dass ich es mega, mega geil finde, halt einen viel höheren Stellenwert hat. Und ich weiß nicht, wenn Kemet jetzt vielleicht wieder auf den Tisch kommt und ich ein super Erlebnis habe, könnte es wieder in die andere Richtung schwappen. Ja. Aber aktuell würde ich sagen, es ist halt für mich nicht mehr Top 100 würdig. Und ob es im Regal bleibt, das entscheidet die nächste Partie. Und tatsächlich ist nach wie vor PubMeeple wieder ein schönes Tool, das einem tatsächlich ein bisschen unterstützt bei der Auswahl. Weil wenn man dann einfach zwei zum Vergleich hat, denkt man, das ist mechanisch besser, das ist jetzt nicht so, ich finde das besser. Und dann rutscht es ja dann immer, ne? Da haben wir auch ja schon letztes Jahr gesagt, das kann auch ein bisschen problematisch sein, wenn dann ein Spiel runterrutscht und dann auf einmal in die untere Hälfte kommt und dann nur noch mit den unteren verglichen wird und dann gar nicht mehr mit den oberen, obwohl da vielleicht das Spiel hier unten immer noch besser ist als eins da oben und dann eigentlich wieder tauschen müsste. Also es ist schwierig und tatsächlich sitze ich erst da und habe dann diese Liste und denke dann irgendwann, okay, jetzt gucke ich mir das mal an, ne? Und denke dann so, okay, das... warum ist das eigentlich da unten? Ja, okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Das will ich jetzt doch eher... Und manchmal habe ich dann auch so einen Block genommen und einfach den ganzen Block nach oben geschoben, weil so wie die sind... ist okay, aber die sind definitiv besser als das und dann ist es um ganze Plätze wieder nach unten. Also es ist, für mich ist es ein Horror, so eine Top-Liste zu erstellen, weil ich immer das Gefühl habe, es kommt immer drauf an, das Spiel finde ich gut, warum ist das so weit unten? Aber das ist auch gut, warum ist das überhaupt raus? Ich muss es wieder hoch machen, aber dann passt es hier wieder nicht, da wieder nicht und das ist dann irgendwann so, denkst du, komm, so passt es ungefähr. Und manchmal sage ich ja auch immer, ne, wie ich jetzt auch die vorderen Plätze gemacht habe. Ich habe jetzt Nemesis... zwei, dreimal nochmal gespielt, ja, und denk, eigentlich müsste das wieder auf die 1 hochrutschen. Okay, dann ist ja Oathsworn, was ich ja versuche, jede Woche zu spielen, was jedes Mal ein cooles Erlebnis ist. Oh, Burgen haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Setze ich das jetzt wieder weiter runter? Nee, die Mechanik ist einfach gut genug und wieder nach... Also, man muss da echt viele Sachen abwägen und dann letztendlich dann sich entscheiden für irgendwas. Ja. Ne? Also, es ist... Aber eine interessante Frage. Du hattest letztes Jahr 32 Neueinsteiger. Ja. Wie viele davon sind rausgefallen?
Ich glaube, es waren so 7 bis 9 Titel, die tatsächlich oh, doch so viel. Rausgeflogen sind, ja. Okay, und Tutu also, der prominenteste, ne? Ich glaube, direkt aus der komisch. Top 20. Tutu war damals so ein Ding, das kam, siegte. Wir haben so oft gespielt, es ist so leicht, flockig, ja, cool. Totgespielt. Und dann haben wir es überhaupt nicht mehr gespielt und dann war es so irgendwie, ja, es hat sich dann irgendwie, es ist dann, ich habe keine Ahnung, es ist dann irgendwie einfach verschwunden. Ja. Mhm. Also ich glaube, nur knapp, aber es, ja, weiß nicht, das ist dann auch so ein krasser Flug, ne? Also ich glaube, das war ja weit, weiß gar nicht, welches Platz. Ich glaube, es war in der Top 20, wenn ich mich recht entsinne. Ich guck noch mal rein und das ist dann total seltsam, wenn man denkt, ist das jetzt wirklich so? Lass ich das jetzt so, ne? Das ist so, ja, Tutu war auf Platz 18. 18, ja, Top 20, ja. Und Abflug. Abflug, ja. Und dann sind halt so Sachen, die halt knapp reingeflogen sind, ne? Oder knapp verpasst haben und so. Also, ja. Ja, es ist ja auch, wir haben ja auch die, wie soll ich sagen, das Agreement, es dürfen nur Spiele neu reinkommen, die gespielt wurden seit der letzten Top 100. Ja. Und es darf kein Spiel ungespielt im Ranking steigen. Ja. Einfach der Tatsache geschuldet, wieso sollte ein Spiel jetzt besser sein als letztes Jahr, wenn ich es nicht gespielt habe? Blöde Regel, aber für mich. Da, aber der Anreiz, die Spiele zu spielen. Nein, das ja, Problem das ist tatsächlich, wenn man hergeht, welches Spiel würde ich jetzt gern lieber spielen, dann kommen die Spiele im Ranking weiter nach oben, die man länger nicht gespielt hat und das würde ja zu einem verdrehten Ranking führen. Ja, wobei ich dann sagen muss, wenn du dann halt zum Beispiel wieder das Spiel ist ja trotzdem gut, aber es fliegt dann irgendwas weg und dann ist der Platz nach oben. Das heißt, es schiebt sich ja eigentlich nach oben, weil es dadurch ja auch ja, besser aber wird. Dadurch, dass aber neue reinkommen, haben wir ja eigentlich, wenn ein Spiel den aber Platz hält, aber ja. Oben drüber 10 neue reingekommen sind, dann hat das Spiel im relativen Rating gewonnen. 10 Plätze gewonnen, was das schon allein schon unrealistisch ja, ist, richtig, wenn sie ja. Eben 10 neue reinschieben. Weswegen ein Steigen ja quasi eine Platzierung gut machen plus der neuen, die davor geschoben sind, was ja schon wieder dann sehr swingy wäre. Ja gut, stimmt. Stimmt auch wieder, ja. Mhm. Ja, und zumal wir halt tatsächlich auch immer mal wieder nicht wenige Neueinsteiger haben. Jetzt muss ich kurz schauen, wie viel es dieses Jahr waren. Ich habe es gar nicht rausgeschrieben gehabt. Wenn ich es jetzt hier noch hätte. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 habe ich dieses Jahr neu mit reingenommen. Manche Spiele ist halt schwierig, wenn man sie tatsächlich nur einmal gespielt hat. Dann, man kann von einmal Spielern nicht sagen, das ist ein super Ding. Kann man schon, aber die Frage ist halt, wie gut sich's hält. Müsste man halt wahrscheinlich eher weiter unten platzieren, der Fairness halber den anderen Spielen gegenüber. Ja, weil man es halt erst weiterentwickeln lassen muss. Also, nur wenn sie dann hinten sind, dann ist es dann wieder schwierig, nach oben zu kraxeln, wenn man sie dann nicht nochmal spielt. Aber dann haben sie es vielleicht auch nicht mehr für die. Ah, sehr schwierig an manchen Stellen, ja. Von meinen Neueinsteigern kann ich dich tatsächlich soweit beruhigen. Ich habe 3 Spiele einmal gespielt. Ja. Und der Rest ist tatsächlich mehrfach auf dem Tisch gelandet. Okay. Und die Spiele, die ich nur einmal gespielt habe, sind nicht in der Top 30. Also, ja. Das ist natürlich immer die Frage. Aber klar, die haben natürlich, wenn sie vor allem, wenn sie super aktuell waren, direkt vor dem Erstellen natürlich ein verhältnismäßig leichten Stand. Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch immer die Frage, wann hat man ein Spiel zuletzt gespielt, welchen Eindruck hat es hinterlassen? Mhm, ja. Ja, was denkst du denn, wie viel Übersteigung hatten wir? Eher viel oder eher wenig? Schwierig. Ich glaube so diese... Es gibt viele Spiele, du meinst jetzt Überschneidung der ganzen Liste? Ja, in der Top 100. Wir haben schon einige Spiele. Bitte, keine Ahnung. Also vielleicht die Hälfte. 41 Titel sind bei dir und bei mir in der Liste. Von 100. Von 100. Beziehungsweise... Ja, ja von 100. Von 100 haben wir 41 Überschneidungen. Ja, das ist Das heißt, in Summe haben wir aber jeder nochmal 59 Unique-Titel. Mhm. Das heißt, wir liegen bei 159 verschiedenen Spielen über unsere zwei Listen. Hm. Was man natürlich ein bisschen merkt, bei dir ist die Liste deutlich mehr von Kickstartern geprägt ja. Und auch mehr von thematischen Spielen, während es bei mir oft etwas Eurogame-lastiger und strategischer wird. So rein von der Tendenz, die die Listen mit sich bringen. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich eher der thematische Spieler bin. Ich glaube, ich mag die thematischen Spiele mehr, aber ich liebe ja auch die ganze Teletum und was sonst noch alles ist. Ja. Aber die sind halt vom Ranking halt aus gewissen Gründen halt sich vielleicht also verschoben ein bisschen. Aber ja, ja.
Ja. Auch eher kleinere Spiele bei dir, die öfter gespielt werden. Auch so Solo-Sachen oder Auch ja. ja. Ja, genau. Solche Sachen sind natürlich auch bei dir weniger drin, als es bei mir tatsächlich drin ist. Ja. Jetzt haben wir hier die Spiele einfach mal übereinander gelegt und haben gesagt, die Spiele, die wir hier nennen wollen, Top 25 mäßig, beziehungsweise über Top mäßig, sollten mindestens 100 Punkte überschreiten, weil es ja bescheuert ist, wenn ein Spiel weniger Punkte hat als das potenziell Erstplatzierte. Und 99 Punkte hätte ja zum Beispiel bei dir Oathworn, bei mir Ja. Viticulture. Und gemeinsam hätte zum Beispiel Cascadia 99 Punkte von uns bekommen, ist aber nur auf Platz 27. Genauso klammern wir jetzt mal Underwater Cities auf Platz 26 aus und wir werden euch jetzt immer fünf Spiele entsprechend präsentieren im Fünferblock, hier unter uns eingeblendet. Das heißt Plätze 25 bis 21. Das sind Takenoko, Sagani, Seven Wonders Architects, Parks und Quickie Circuits. Okay. Ja. Definitiv ja gute Spiele. Ja, doch. Also merkt man schon, da haben wir eine gute gemeinsame Basis eigentlich bei den 25 Ja, Spielen. und vor allem alles Mögliche drin, ne? Von Plättchen legen bis ja, Aufgaben erfüllen, Kooperatives kooperative, Spiel, ja. Seven Wonders als Okay. Superfamilien-Einsteigerspiel. Jetzt merkt man schon, die nächsten Plätze werden schon so deutlich schwieriger. Da sind wir unterwegs mit Platz 20 bis Platz 16. Robinson Robinson Crusoe, Crusoe, oh. Murph, Seven Wonders, Terra Mystica und Seven Wonders Duel. Lustig, ja, weil Seven Wonders ja recht ähnlich beieinander waren, bei dir ja auch. Ja. Deswegen findet man die da auch wieder, ne? Ja, Ja. und hier sind wir dann auch schon bis 127 Punkte unterwegs. Das ist dann rankingtechnisch schon eine deutliche Schippe mehr, aber da Ja. geht noch mehr. Nämlich die Plätze 15 bis 11. Ja. Das sind dann Mechs vs. Minions, Chocolate Factory. Glenmore 2 Chronicles Just One. und Istanbul. Oh ja. Okay, aber auch eine Mischung, ne? Also es ist klar knackiger mit Chocolate Factory, Istanbul eher so und Just One dann wieder. Komplett quasi Ja, und die kooperativ natürlich auch wieder. Also man kann nicht Radierunde. sagen, man hat jetzt in den hinteren Plätzen nur die Coop oder die Ja. Familiensachen, sondern es ist immer irgendwie bunt gemischt, Ja, ne? richtig. Und auch die nächsten Plätze sind Oh, super Top Ten. interessant. 10 bis 6 sind dann Village. Azul, Dice Hospital. Scythe. Iki. Ja, das wären Ja, die okay. nächsten 5 Plätze. Und auch, ne, Iki neu bei uns beiden, ne? Ja, und man muss dazu sagen, Platz 3 und 4 sind punktgleich, Platz 5 und 6 sind punktgleich Wow, und auch okay. vorher Platz 13, 14 und Platz 20, 21 waren punktgleich und 23, 24. Aber das sind ja so kleine Nuancen. Wir haben dann das Spiel, das das bessere Single Voting hat, nach vorne genommen. Oha. Die Plätze 5 bis 1 sind dann Tiletum als Neueinsteiger. Wow, hat uns beide dann so weit begeistert, ne? Mal gucken, mal gut, wir haben es ja öfter gespielt, ne? Muss man Ja, schon sagen. genau. Dann die verlorenen Ruinen von Arnak, immer noch. Ja, Kam, sah und siegte auch hier an der Stelle. hat uns direkt überzeugen können. Ja. Genauso wie Arche Nova, was ich halten konnte. Ja, das Auf auf jeden Platz Fall. 3. Ja, Great Western Trail. Eigentlich auch gesetzt, war ja letztes Mal, glaube ich, schon. Platz 2 oder 3, Doch, ich zwei, glaube genau, auch richtig. 2 gemeinsam. Und die Burgen von Ja. Burgund war letztes Jahr auch schon unser gemeinsames Und Topspiel. jetzt wieder. Ja, also es ist schon Stefan Feld, Wahnsinn. herzlichen Glückwunsch noch hier an der. Ja, auf der 1. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass Benny es auf die 1. Ja. Nein, aber ja, es. Das müsst ihr kaufen quasi. Diese 5 Titel. Also krass, dass Arche Nova tatsächlich auch da jetzt reingeht. Und Teletum, ja, die zwei neuen. Arche Nova war ja schon letztes Jahr mit von der Ja, gut, Partie. stimmt, aber nicht so hoch, glaube ich. Ja, ich glaube, da hat sich irgendwie was verschoben gehabt. Ich glaube, die verlorenen Ruinen von Arnak waren letztes Jahr noch vor Arche Nova. Ja, okay. Bin gerade überlegen, ob noch was da vorne drin war, aber man muss ganz ehrlich sagen, also die 25 Titel, da bin ich schon schwer begeistert von. Also das sind schon Ja. durchweg gute Titel, aber auch hinten sind noch gute Titel dabei, wo wir beide für gut befunden haben. Jetzt, wenn man nur so auf die Plätze hinter der Top 25 schaut, Underwater Cities und Cascadia waren schon genannt, Ja. Sagrada und die Rote Kathedrale. Wer kennt es nicht? Sagrada. Sagrada und auch Sehr Lorenz geil. Schifan. Oh ja. Oh ja, stimmt. Ja. Mit Brügge, ja. Also das sind viele, viele Spiele noch. Unlock, Echoes, Quacksalber von Quedlinburg, Alhambra, Galaxy Trucker, Rajahs of the Ganges, ganz schön clever, Mission Tiefsee, Time Stories, Alles nach hinten, oh Paleo ja. und Tekkenu.
alles Spiele, die uns beiden gut gefallen und in der Top 100 gelandet sind. Ich finde, das ist eigentlich schon eine Nennung wert. Eigentlich müssen wir die Top 25 spielen, ne? Genau, eigentlich die Top 25 hintereinander weg. Hintereinander weg, von 25 bis Platz 1. Ja, Takenoko, Sagani, Seven Wonders Architects, Parks und Quickie Circuits, das kann man in einem Abend wegschaffen. Ja, tatsächlich. Ja, was meint ihr denn zu diesen 25 Titeln? Ist das was, wo ihr sagt, jawoll, mega gut, voll cool, was ihr da zusammengepackt habt, beziehungsweise was da entstanden ist. Das ist ja nichts, was wir jetzt gevotet haben, aktiv haben, beeinflusst, sondern eher so passiv aus unserer Top 100 herausgeputzelt ist. Ja. Was sagt ihr da dazu? Ja, schreibt es in die Kommentare und natürlich euren Senf dazu, wie ihr eine Top-Liste macht oder machen würdet. Findet ihr was gut, findet ihr was schlecht? Sollen wir das wieder so machen? Und könnt ihr es kaum erwarten auf die im nächsten Jahr oder dieses Jahr? Nächstes Jahr. So rum. Ja, ich weiß jetzt schon, dass sich da einiges verändert haben wird. Ja. Und weiß jetzt auch schon mindestens 2 Titel oder 3, die neu einsteigen müssen. Einfach weil sie schon begeistert haben. Okay. Und das ist natürlich auch immer schön zu sehen, dass da doch wieder neue Spiele kommen, die einen bei Laune halten, auch vielleicht über viele Partien hinweg. Ja. Solltet ihr Folgen unserer Top 100 verpasst haben, dann klickt hier unten und schaut euch die alten Folgen an. Ja, und wenn ihr das Neueste sehen wollt, noch nicht geguckt habt, dann da. Genau, wir freuen uns über Daumen und Abo und viele Kommentare, wünschen euch eine gute Zeit und in Kürze geht's weiter mit neuen Top-Listen. Seid gespannt und schaltet rein und dann sind unsere Frauen dran. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.